Warum gibt es die Kirche? Also, dazu gibt es eine nette Geschichte. Ein kleiner Junge möchte seinem Vater eine Freude machen. Er will ihm ein Geschenk kaufen. Aber er hat kein Geld. So geht er zu seinem Vater und bittet ihn um ein paar Münzen. Jetzt hat er Geld. Aber das Geschenk ist im Laden und der Laden ist in der Stadt. Er braucht wieder die Hilfe seines Vaters. Im Laden, nun, ist das Geschenk ganz oben im Regal. Der Vater muss ihn hochheben. Genauso ist es an der Kasse. Wieder zu Hause angekommen, überreicht der Sohn dem Vater stolz und strahlend das Geschenk. Eine nette Geschichte über einen schenkenden Jungen. Ja, nett. Aber streng genommen könnte man sagen, dass der Vater sich selbst ein Geschenk gemacht hat. Schließlich musste er jeden Schritt seines Sohnes begleiten. Und er hat das Geschenk sogar bezahlt. Wenn er jedoch alles selbst gemacht hätte, dann wäre es doch nicht das Gleiche gewesen. Denn so, wie es geschehen ist, hat der Vater dem Sohn ermöglicht, etwas zu sein, was der Sohn alleine nicht hätte sein können. Nämlich ein Schenkender. Diese Geschichte kann uns zeigen, wie Gott zu uns Menschen ist. Gott braucht den Menschen nicht. Aber Gott schenkt dem Menschen Anteil an seinem Heilswerk. Der Mensch darf mitwirken. Und das zeigt die eigentliche Größe Gottes. Er bevormundet den Menschen nicht in seiner Unselbstständigkeit, sondern er begleitet und befähigt ihn zum Guten. Und genau das ist auch der letzte Grund, warum es die Kirche gibt. Gott für sich genommen braucht die Kirche nicht. Aber er will die Kirche, damit die Menschen durch sie und in ihr Mitwirkende an seinem Erlösungswerk werden. Auf diese Weise kann der Mensch, der in der Sünde so viel Unheil über die Welt bringt, das Heil ausspenden und teilhaben am Erlösungswerk. Er wird gleichsam rehabilitiert. In der Kirche wird der Mensch zu einem neuen Menschen. Also, zusammenfassend kann man sagen, Gott braucht die Kirche nicht, aber wir brauchen die Kirche. Und genau darum hat er sie uns zu unserem Heil geschenkt.